Nelly Sachs, eine außergewöhnliche Frau. Sie war Jüdin, verließ 1940 mit einer der letzten Maschinen in Berlin und kehrte nie zurück. Mit 16 hatte sie sich das erste Mal richtig verliebt, litt sogar an Magersucht, denn ihre Liebe wurde nicht erwidert. Ihre Rektorin gab ihr den Tipp, fasse deine Gefühle in Worte. Bis ins hohe Alter der Grund, Gedichte zu schreiben. Ein Gesamtwerk, das nun wieder in den Fokus der Öffentlichkeit gerät. Ja, der Mythos ist ja eigentlich ein verloren gegangener Mythos, weil Nelly Sachs in den 60er Jahren sehr populär war und verschollen ist. Und der Mythos entsteht dadurch, dass ihre Sprache lebendig geblieben ist. Und wir glauben, dass wir in dieser Ausstellung auch diesen Mythos wieder nach oben holen als Persönlichkeit. Nelly Sachs, 30 Jahre lang lebte sie im schwedischen Exil, wurde eine der wichtigsten deutschsprachigen Lyrikerinnen, erhielt als erste Deutsche den Literaturnobelpreis. Anlässlich ihres 40. Todestages wird nun das dichterische Werk Nelly Sachs erstmals umfassend in einer großen Wanderausstellung gewürdigt. Start ist am 24. März das Jüdische Museum in Berlin. Der Besucher bekommt in der Ausstellung eigentlich das ganze Leben von Nelly Sachs zu sehen. Es sind Kleidungsstücke, Möbelstücke, ihre Kajüte, in der sie geschrieben hat, sind zu sehen, ihre Originalschreibmaschine. Es sind aber auch Originaltöne zu hören, viel Filmmaterial, ein sehr lebendiges, durchwachsenes Objektleben einer Schriftstellerin. Derzeit laufen die Aufbauarbeiten auf vollen Touren. Die Ausstellung will anhand einer Fülle teils unveröffentlichter Materialien die Radikalität ihres Werkes beleuchten. Fotos, Manuskripte sowie unbekannte Ton- und Bildaufnahmen. Auch gerade junge Leute sollen angesprochen werden, denn die Themen und die Sprache, die Nelly Sachs damals wählte, sind aktueller denn je. Also Nelly Sachs Lyrik basiert eigentlich auf dem Tanz und auch auf ihren jugendlichen Erfahrungen. Und das probieren wir über die Gestaltung, über eine sehr frische, jugendliche Gestaltung, die sich auch in amorphen Formen äußert, darzubringen und darüber dann in die Tiefe der Sprache einzusteigen, die sehr geprägt ist auch von sehr knackigen, in Anführungsstrichen, Worten. In meiner Kammer, wo mein Bett steht, ein Tisch, ein Stuhl, der Küchenherd, kniet das Universum wie überall, um erlöst zu werden von der Unsichtbarkeit. Ich mache einen Strich, schreibe das Alphabet, male den selbstmörderischen Spruch an die Wand, an dem die Neugeburten sofort knospen. Schon halte ich die Gestirne an der Wahrheit fest. Da beginnt die Erde zu hämmern. Die Nacht wird lose, fällt aus. Toter Zahn vom Gebiss. Nelly Sachs, eine ungewöhnliche Frau, ein außergewöhnliches Leben. Eigen, verquer, vergessen. Aber Ende März nun die Ausstellung zum Gesamtwerk von Nelly Sachs im Jüdischen Museum. Bis zum 27. Juni hat dann der Besucher die Gelegenheit, die preisgekrönte Autorin neu zu entdecken. Gefördert wurde die Ausstellung übrigens zu einem großen Teil von der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin. Wir sind der Stiftung Deutscher Klassenlotterie Berlin sehr dankbar, denn ohne deren Hilfe wäre so ein Projekt gar nicht durchzuführen. Also es sind sehr viele Partner dabei, das heißt, es sind auch viele Objekte auszuleihen. Also es gibt einen riesen Hintergrund und das geht natürlich nur mit Geld auch zu realisieren. Und daher ist es auch wichtig, dass aus Berlin heraus dieses Geld gekommen ist über die Stiftung Deutscher Klassenlotterie, da eben Nelly Sachs auch Ehrenbürgerin ist von Berlin und es gibt dadurch einen ganz anderen Zugang zu der Ausstellung. Seit ihrer Gründung im Jahr 1975 unterstützt die Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin soziale, karitative, kulturelle, staatsbürgerliche, jugendfördernde, sportliche und dem Umweltschutz dienliche Vorhaben mit finanziellen Zuwendungen. Bislang hat die Stiftung 2,2 Milliarden Euro vergeben. Möglich machen das alle Berliner, die jede Woche ihr Glück beim Tippen versuchen oder Rubbellose kaufen. Von jedem Euro, den sie für ein Lottoprodukt in einem Berliner Lottoladen ausgeben, fließen 20 Cent in die Stiftung. Nur dass ab 25. März Nelly Sachs und ihr Leben wieder in den Fokus der Öffentlichkeit gerät und vielleicht auch junge Menschen eine spannende Lebensgeschichte hören und sehen, ist ein Gewinn für uns alle.